Hallo und herzlich willkommen zu unseren Kräuterngeschichten. Heute geht es um das hier. Der griechische Werktee. Wie der Name schon sagt, kommt aus Griechenland und wächst dort auf eine Höhe von über 1000 Meter, wächst dort wild, wird aber in Griechenland gezielt angebaut. Schöne, kann ja mal ein Blättchen kommen, ein bisschen ran. So, schöne, dicke, bisschen weißlich, mit Blättern. Auch hier probiere ich jetzt mal. Letztens hat jemand mal geschrieben, ob ich an der Autobahn wohne. Ja, an der Autobahn wohnen wir jetzt direkt nicht. Ich hatte geschrieben, wir wohnen am Flughafen. Was natürlich doch Quatsch ist. Natürlich ist hier vorne ein Bach, der hier fließt. Und dahinter haben wir noch eine Straße, wo ab und zu schon mal ein LKW drüber fährt. Aber an der Autobahn wohnen wir nicht. Und dann ist natürlich der Wind, die Bäume hier, die machen Geräusche. Ah, also an der Autobahn wohnen wir nicht, hier ist es schon relativ ruhig. Und das sind natürlich immer ein bisschen die Nebengeräusche, die hier sind, was natürlich hier ein bisschen erscheint, als ob wir hier mitten in der Stadt irgendwo sind, aber wir sind hier mitten auf dem Land. Ja, okay. Also wir sind in der Woche und da fahren ab und zu schon mal hier ein paar LKWs durch, aber keine Motorräder, die man sonst immer hat. Die haben wir hier nicht, da bin ich schon mal ganz froh. Also Autoverkehr haben wir hier überall, also da kommen wir nicht drum rum. So, so viel dazu. Wieder zum griechischen Werktee. Ja. Wofür ist diese Pflanze? Ich probiere es einfach mal. Die schmeckt natürlich anders als wie die anderen Kräuter, die wir vorher hatten. Weil griechischer Werktee schmeckt anders als wie jetzt frisch, so jetzt trocken die jetzt. Überwiegend macht man daraus Tee, wie ich schon sagte, der griechische Werktee. Schmeckt ein bisschen zimtartig. Und wogegen ist dieser Tee? Soll Erkältungen vorbeugen, Entzündungen klemmen, antibakteriell. Aber was neueste Studien gezeigt haben, ist, dass diese Pflanze gegen Alzheimer helfen soll. Ja. Ich habe mich da natürlich genauer darüber informiert, was das damit auf sich hat. Aber in der Tat ist es so, dass diese Pflanze sogar Alzheimer rückgängig machen kann. Man hat das an weißen Mäusen ausprobiert und da hat man festgestellt, dass es so ist, dass das Alzheimer verhindert und auch wieder rückgängig gemacht wird. Nur in der Menge, die man dann trinken muss, gegenüber, was man an den Mäusen angewendet hat, da müsste man 4 Liter von diesem Tee am Tag trinken und das 50 Tage lang. Ja, ob man das so hinkriegt, weiß ich nicht. Aber der Tee schmeckt allemal, ist auf jeden Fall empfehlenswert. Geerntet wird dieses Kraut in der Blütezeit, wenn wir kriegen gelbe Blütenstängel, noch sind ja keine zu sehen. Ja, die wird noch wachsen, ja, das wächst hier. Wenn die Blüten erscheinen, die Blütenkerzen, dann wird geerntet. Man kann trocknen, man kann es frisch verwenden. Und das soll einer der teuersten Kräutertees überhaupt sein. Die werden in
In Reformhäusern und in Biohäusern werden die frisch angeboten. Und das soll der teuerste Kräutertee überhaupt sein. Ich habe es noch nirgendwo gesehen, ich kann es noch nirgendwo kaufen, ich habe es nirgendwo. Aber dieses Kraut ist in Deutschland komplett winterfest. Man kann es selber anbauen. Wir haben das hier in den Kisten angebaut hier. Überwiegend, wir haben hier so ein paar Steinplatten noch hier reingelegt. Denn die Pflanzen mögen es schön warm. Ganz voll in der Sonne stehen, braucht wenig Wasser. Ja, das ist eine extrem pflegeleichte Pflanze. Man kann es einfach wachsen lassen. Und irgendwann tut man es, man muss es, um es besser wächst, üppiger wächst, sollte man es bei der ersten Blüte abschneiden und man kann sogar im Herbst noch ein zweites Mal ernten. Ja, so sieht das aus mit dem griechischen Bergtee. Steingarten ist optimal, Sonnenlage, Hanglage, wächst wunderbar. Völlig winterfest. Soweit über den griechischen Bergtee. Ein wirklich interessantes Kraut, sieht interessant aus. Bei uns hat dieses Kraut hier keine Probleme. Es wächst und es wächst. Kann man wirklich nur empfehlen, so etwas mal anzubauen und als Thema zu probieren. Wunderbar. Wir sehen uns bald wieder.